Herr Rasulov, erstmal möchte ich mich als Festivalleiter nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie unser Festival mit Ihrem Film beehren. Es ist wirklich eine extreme Ehre, nicht nur, dass Sie da sind, sondern dass dieser großartige Film bei unserem Festival Around the World im Forum Films läuft. Ich bedanke mich auch sehr für diese Gelegenheit, die Sie mir geboten haben, dass ich meinen Film in diesem Festival zeigen darf in Berlin. Können Sie kurz beschreiben, wie es zu diesem Projekt kam? Denn es ist ja ein sozialrealistischer Film, der sehr präzise die soziale, auch politische Situation einiger Menschen in einer bestimmten Klasse oder in einer bestimmten Schicht der Gesellschaft schildert. Wie es zu diesem Muss kam, diesen Film zu drehen? Nach meinen Schwierigkeiten, die ich hatte, Gefängnis und so weiter, habe ich mich dazu entschieden, nicht an diese Probleme zu denken, sondern an das Eigentliche, ans Filmemachen zu denken. Und deshalb habe ich, wie sonst auch immer, habe ich in meine Umgebung geschaut und dann habe ich eben diese Ideen von das, was um mich lief, also rausgenommen. Der Film ist sehr entschieden, stilistisch, im Stile eines Film Noir gedreht. Ich habe mich oft an die französischen Film Noir erinnert gefühlt. Also fast möchte man atmosphärisch an den eiskalten Engel denken mit Alain Delon. Ist diese Entscheidung, die nun wirklich sichtbar ist, also der Farben, der Gesamtatmosphäre des Films, wie fehlt diese Entscheidung? Warum diese Entscheidung? Ich wollte einen Protagonisten zeigen, der mit sehr vielen Schwierigkeiten in ihrer Umgebung konfrontiert ist. Und ich wollte zeigen, wie sie gezwungen ist, um diese Probleme zu lösen, selbst zu Gewalt greift. Dass sie selbst ihr Kind als eine Brücke sieht, damit sie ihr eigenes Ziel erreicht. Ich wollte eigentlich beschreiben, wie jemand durch diese Gewalt sich selbst verändert, diese Unannehmlichkeiten in der Umgebung, Schwierigkeiten in der Umgebung sich verwandeln. Unser Mittel im Film, filmische Mittel sind ja Licht, Beleuchtung und die Umgebung und auch die Ausstattung und alle diese Mittel habe ich benutzt, um diese Atmosphäre rüberzubringen. Kurz zum Titel des Films. Er wird, soweit ich richtig informiert bin, falsch übersetzt eigentlich mit Goodbye. Er heißt eigentlich auf Deutsch, wenn man es wörtlich übersetzt, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das ist etwas anderes wie auf Wiedersehen. Vielleicht kann Herr Rasulov dazu etwas sagen. Ich teile deine Meinung. Also in meinem Titel gibt es Hoffnung, ein Schimmer von Hoffnung. Und in Dubai gibt es den nicht. Manchmal sind die Umstände so, dass man dann eine Entscheidung treffen muss. Und in diesem Fall war der Vertrieb, sie haben so das vorgeschlagen. Es gibt eine Szene, die für uns Europäer, die wir ja so vergleichsweise wenig Probleme haben, unglaublich signifikant ist in dieser U-Bahn, wo die Damen ihren Nagellack entfernen. Ähnlich wie diese Hausdurchsuchung ist das so ein Bild, was sich so eingräbt, wenn man diesen Film sieht. Die Hausdurchsuchung ist nun klar, es ist auch vielen Leuten, die in der ehemaligen DDR gelebt haben oder noch etwas zurück in Deutschland, nun wirklich klar. Aber vielleicht kann Herr Rasulov zu dieser Szene mit dem Nagellack etwas sagen.
Wenn man in einem Land lebt, wo eine ideologische, religiöse Regierung dort herrscht, diese Regierung mischt sich in Privatangelegenheiten der Menschen ein. So ist das eben, dass gewisse Verhalten nicht geduldet werden oder nicht erlaubt ist. Als ich zum Beispiel zu Gerichte ging, habe ich dort festgestellt, dass Frauen ohne mit Nagellack nicht reinkommen dort. Die müssen entweder einen Handschuh anziehen, damit man den Nagellack nicht sieht, oder die müssen dann ohne reinkommen. Und das habe ich bearbeitet. Die Iraner leben eigentlich zweideutig oder in zwei Welten. Wir haben eine äußere, sichtbare Welt, dass wir gezwungen sind, bestimmte Verhalten zu haben. Und wir haben auf der anderen Seite eine ganz andere Leben, die wir eigentlich führen, unser Privatleben. Und die sind im Widerspruch zueinander. Und so ist das, wenn man in so eine Welt lebt. Für mich ist das, diese Frau so zu zeigen, ist eben sichtbar machen, wie die iranische Frauen, unter welchen Umständen sie leben. Das ist auch sehr gut gelungen. Abschließend eine Szene werde ich nie vergessen, wie ich die zum ersten Mal gesehen habe, als ich in Cannes saß im Kino, als dieser Film Premiere hatte. Dachte ich mir, was ist das für ein guter Film? Das ist in diesem Aufzug. Die Szene in diesem Aufzug ist für mich fast so was wie das Zentrum des Films. Erlauben Sie mir dazu noch angliedernd, ich habe den Aufzug wieder gesehen in dem Film This is not a film von Herrn Panahi, der mit dem Aufzug runterfährt, um seinen Müll wegzutragen. Hat der Aufzug eine besondere filmhistorische, kulturhistorische Bedeutung? Eigentlich hat Aufzug keine besondere Bedeutung im Iran. Und was mich betrifft, mein Film betrifft, habe ich diese Aufzug gewählt, um eine Enge oder enge Gefühl zu zeigen, als die Sicherheitskräfte kommen, durchzusuchen, also das Haus durchzusuchen. Und ich wollte mit dieser filmischen Mitte auch diese enge Gefühl herausprägen. Ist dieser Spiegel bewusst installiert in diesem Aufzug oder ist der einfach da gewesen, nur mal in diesem Aufzug, in dem Sie gedreht haben? Die Sicherheitskräfte waren zu zweit. Und ich habe diese Spiegel absichtlich eingesetzt, weil ich wollte, dass meine Protagonistin, die nur eine Person war, durch dieses Spiegelbild in zweifacher Weise zu sehen ist, damit ihr Widerstand wächst, obwohl sie alleine ist. Aber ich wollte zeigen, dass ihr Widerstand also mehrfach da ist. Großartig, wie dieser ganze Film, für den ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen möchte. Ich bedanke mich auch wieder und ich freue mich, dass ich da sein konnte. Merci.